Dortmund gegen Saarbrücken, beziehungsweise Saarbrücken gegen Dortmund. Dieses Spiel gab es doch gerade erst im Pokal, als der BVB wirklich ganz kurz davor war, den zweimaligen Champions-League-Sieger aus dem Wettbewerb zu werfen. Damals drehte Saarbrücken das Match. Diesmal gehörte die Anfangsphase wieder Borussia Dortmund. 1:0 durch Lind. Jetzt Cedric Neuting gegen Yuto Muramatsu. Cedric Neuting also gegen seinen alten Verein. Man sollte meinen, das Spiel gegen Abwehr sollte er verstanden haben. Zumindest wird er das ein oder andere Mal mit Muramatsu trainiert haben. Wir sind in Durchgang Nummer 1 und schauen uns das mal an. Gute Rallye hier. Den letzten Ball trifft Muramatsu nicht ganz sauber, deswegen fällt der Neuting ins Netz. Immer gefährlich, wenn man da qualitativ nicht ganz so gut ablegt gegen Muramatsu. Dann kommt die Offensive, so wie wir das hier gerade gesehen haben. Satzball Neuting bei 11:10 und er holt sich Durchgang Nummer 1 mit 12:10. Den letzten TTBL-Vergleich hat Neuting übrigens verloren. Muramatsu damals noch bei Mainz. Ja, das sind die Bälle, die man dann einfach akzeptieren muss. Da ist dann wenig zu machen. Hier die weiche Eröffnung über die Vorhand mit recht viel Spin. Aber gegen diesen Gegenspin ist dann wenig auszurichten. Stark reagiert. Zwischendurch etwas Hilfe gehabt von der Netzkante hier. Aber gegen Muramatsu muss man eben auch im passiven Bereich ganz gut sein. Denn wenn er angreift, dann hat er sicherlich ein Problem, wenn der Ball nochmal zurückkommt. Das hat Neuting hier gut gemacht. Na, es entwickelten sich schon viele individuelle Ballwechsel. Muramatsu beschwert sich etwas. Da war wieder die Netzkante mit dabei. Führung für Neuting, 8:5. Ja, und das macht er sehr gut, mit ganz viel Übersicht. Vor allen Dingen den schnell gespielten Ball von Muramatsu, den hier, den nimmt Neuting bewusst ganz früh. Setzt den Abwehrspieler weiter unter Druck. Oh, sehr stark. Da wollte Erik Bottroff hinten im Hintergrund schon aufstehen. Achtung. Aber der kommt nochmal zurück und Muramatsu versenkt diese Vorhand. Es steht aber 2:0 für Neuting. Zweimal 12:10. Das war jetzt eine aussichtsreiche Situation für den BVB. Wie gesagt, 1:0 durch Anders Lind. Und Neuting jetzt mit der Möglichkeit, gegen Saarbrücken auf 2:0 zu erhöhen. Auf der anderen Seite stand allerdings einer mit Muramatsu. Der war noch nicht durch hier. Das ganze Match war noch nicht durch. Er führt deutlich in Satz Nummer 3 und hat jetzt die Chancen zu verkürzen. Ja, macht er sehr konsequent, sehr gut. Wir gehen also gleich rein in Satz Nummer 4. Ja, über so einen Fehler ärgert er sich natürlich. Man sagt ja immer wieder, Muramatsu hat einen unangenehmen Schnittwechsel auf Lager. Teilweise sehr schwer zu erkennen, was da von der anderen Seite kommt. Vier beide. Es ist zum Teil sehr, sehr taktisch, was da passiert. Neuting am Ende mit dem Fehler. Und er war geduldig in diesem Ballwechsel. Bloß von Muramatsu kam kein Fehler. Und jetzt sah es so aus, als könnte es vielleicht doch noch in den Entscheidungssatz gehen. Kleine Führung für Muramatsu, aber wieder so ein super früh genommener Vorhandball von Neuting.
der hier einfach bereit ist für die Bälle, die da kommen, auch für die Angriffsbälle. Cedric Neuting gewinnt und das bedeutet ihm was. Es bricht richtig aus ihm raus. Er erhöht tatsächlich auf 2:0. Das Problem ist bloß, Saarbrücken hat das Match ein weiteres Mal gedreht, gewinnt am Ende im Schlussdoppel mit 3:1. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.